Herzlich willkommen im Kölnischen Stadtmuseum. Das war eine echte Premiere. Bei uns ist noch nie getrommelt worden. Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich und besonders freue ich mich, dass die Ministerin Ute Schäfer uns besucht. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Wir haben mal eine große Ausstellung im Landtag gehabt und sie war begeistert und ich bin begeistert, dass sie uns heute besucht. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Hausherrn, Herrn Dr. Euler Schmidt, denn ein bisschen stolz bin ich ja schon, dass wir uns hier so in die Kölner Geschichte einmischen dürfen. Wir bleiben ja nur zaghaft. Aber wir freuen uns. Wir freuen uns, dass wir dieses Jubiläum hier feiern dürfen. Möchte ich mich bei all meinen Kollegen, die mir jetzt nicht nur, sondern die ganzen Jahre über zur Seite gestanden haben, denn ohne die Mithilfe hätte ich es nicht geschafft. Und jetzt wünsche ich allen viel, viel Spaß bei unserer Jubiläumsfeier. Sehr gerne habe ich die Einladung angenommen, heute mit Ihnen und euch den 25. Geburtstag der Jugendkunstschule Rodenkirchen zu feiern. Auch im Namen von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Rothers herzliche Glückwünsche. Es ist schön, dass wir heute dieses Jubiläum gemeinsam feiern können, denn die Jugendkunstschule widmet sich ja seit 25 Jahren jetzt der künstlerischen und kreativen Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen und sie ist mit zahlreichen Projekten ein kompetenter Partner in der kommunalen Bildungslandschaft und sie bereichert mit Sicherheit das kulturelle Leben hier im Stadtbezirk und sie ist ein wunderbarer Brückenschlag zwischen Kunst und Schule. Das haben Sie über 25 Jahre sehr, sehr erfolgreich praktiziert. Das Engagement ist vorbildlich und für dieses Engagement möchte ich Ihnen, Frau Zimmermann und Ihrem Team, heute meinen ganz besonderen Dank aussprechen und deswegen bin ich auch sehr gerne der Einladung gefolgt. Mit immer neuen Ideen und neuen Projekten haben Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, ich denke mal in der kulturellen Jugendarbeit, Zeichen gesetzt. Und davon haben Sie eben auch viele auf den Weg gebracht in den letzten 25 Jahren. Und Sie haben das sehr, sehr professionell gemacht. Und wir als Landesregierung sind dankbar dafür, dass es solche Initiativen zur Stärkung der kulturellen Jugendarbeit gibt. Noch nie haben sich so viele Kinder und Jugendliche in der Kunst und Kultur betätigt wie heute. Ihr Anteil ist, das wissen wir, auf weit über 50% gestiegen. Die kulturelle Bildung könnte frohlocken, wenn sie eine solche Meldung liest, denn endlich wäre damit belegt, junge Menschen suchen nach mehr sinnvoller Entfaltung und bringen sich ein. Sie suchen die Kunst und die Kultur.